Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier in Oschersleben. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für einen Stellplatzguide. Und wie ihr anhand unserer Frisuren kennt, unser Friseur hat sich schon lustig gemacht beim letzten Mal. Jo! ja, wir sind noch in der Lockdown-Phase, aber es dauert nicht mehr lange. Dann werden unsere Frisuren geschnitten. Ihr habt das alles schon längst erlebt, weil das Video kommt ja erst, wenn wirklich es wieder offen ist. Genau. Einen kurzen Gruß aus dem Schnitt. Wir haben ja gerade gesagt, dass wir das Video eigentlich veröffentlichen wollen, wenn es wieder erlaubt wäre, auf Campingplätzen oder auf Stellplätzen zu reisen. Wird jetzt anders sein. Wir haben gerade keine Updates für euch, aber dieser Stellplatz oder diese Stellplätze sind gut. Deshalb zeigen wir euch die und das nächste Update zum Malibu vielleicht nach dem 15. März. Lasst uns überraschen und jetzt geht's zurück zum Video. Und das wird hoffentlich bald sein. Genau. Wir stellen euch zwei Stellplätze diesmal vor. Diesen Platz hatten wir euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Das ist aber so nebenbei gewesen. Jetzt wollen wir es richtig machen. Wir stellen euch Plätze im weitesten Sinne vor Harz. Jetzt könnte einer nämlich bei dem Platz schon sagen, das hat nichts mit Forst zu tun. Für uns schon, weil es ist das Tor zum Harz. Deshalb genau. Ist der Vorharz. Und es ist halt auch sehr schön. Es gibt hier viele schöne Sachen, aber dazu gleich mehr. Genau. Wir sind nämlich hier in Oschersleben an der Bode. Und hier gibt es einen kostenfreien Stellplatz für 8 Wohnmobile oder Wohnwagen, soweit ihr dort einen WC an Bord habt. Genau, denn das ist die Voraussetzung, dass du hier auf diesem Stellplatz überhaupt stehen darfst. Das heißt, musst du also eine Toilette an Bord haben. Das heißt, egal was für ein Ding, Toilette muss mit an Bord sein. Genau. Aber das ist halt das Besondere, dass halt auch Wohnwagen hier erlaubt sind. Das machen nicht viele Stellplätze. Das können wir ja in den letzten Videoreihen, die wir so gedreht haben, einfach zur Kenntnis nehmen. Genau. Und wir wollen euch den Platz mal zeigen, also würde ich sagen. Mach mal. Genau. Ich zeige euch den Platz mal. Also mal eine 360-Grad-Wende, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da konnte man ganz gut erkennen, wo hier was ist. Auf dieser Seite ist sozusagen die ganzen Plätze sozusagen. Und in die Richtung hinten ist noch eine Fähr- und Entsorgungsstation. Die zeigen wir euch gleich noch. Ne? Genau, jetzt aber nochmal zu den Sachen. Insgesamt gibt es 8 Plätze. Strom ist am Platz, kostet für 2 Kilowattstunden 1 Euro. Das ist nämlich jetzt auch zu mehr Informationen wie zum letzten Mal. Da waren die Informationen nicht da. Plus, sie haben ja richtig was verbessert zum letzten Mal. Da waren wir ja im Mai so ungefähr hier. Es gibt hier an dieser Infotafel eine wunderbare Daten. Komm mal näher ran mit der Kamera. Ja. Zum Beispiel, welche Freizeiteinrichtungen es gibt. Bibliotheken, Museen, ein Bootsverleih, wo es sogar noch anderen Camping gibt, Schwimmhalle, Freibad, alles was es hier in Oschersleben so gibt. Plus Restaurantangebote. Das alles findet ihr sofort hier. Das ist richtig schön von der Stadt, dass sie gleich Werbung für ihre Sachen macht. Ich würde sagen, wir schauen uns doch nochmal die Fähr- und Entsorgung an. Bevor wir natürlich zur Fähr- und Entsorgung von den ganzen Flüssigkeiten kommen, haben wir hier natürlich noch den Strom. Den wollten wir euch auch nochmal einmal kurz zeigen, denn Marcel hat ja gesagt, 2 Kilowattstunden 1 Euro. Und ja, es gibt hier eine Säule sowie da hinten noch, die blenden wir euch nochmal per Foto ein. Angekommen nun aber an der Fähr- und Entsorgung, natürlich das Grauwasser werdet ihr hier vorne los. Die Schwarzwasserentleerung ist hier zum Nachspülen. Ich denke, diese Funktion kennt auch schon einige. Und natürlich das für die Versorgung mit dem Wasser, mit dem Frischwasser, die findet ihr hier. Ja, das Ganze ist die Fähr- und Entsorgung, also beziehungsweise die Entsorgung vom Grau- und auch Schwarzwasser kostenlos. Und für das Wasser zahlt ihr 1 Euro. Ich glaube für 100 Liter, oder? Ich gucke nochmal nach. Für 60 Liter sind es hier. Da seht ihr nochmal in ganzer Breite den Platz. Wie gesagt, schön parzelliert diese Plätze hier. Und warum sollte man nach Oschersleben kommen? Zum einen, das was ihr da hinten seht, ist der Wiesenpark. Und da gibt es ein Tiergehege. Hier kommt man richtig gut entspannen. Dann haben wir natürlich in Oschersleben den Motopark, wo immer, wenn nicht gerade Corona ist, so das größte Opel-Treffen Europas sogar stattfindet.
Dann gibt es im September, die Bode ist nämlich da ganz in der Nähe, das sogenannte Bode-Rennen. Das ist immer sehr lustig, da kann man seine eigenen Boote so basteln. Ich kenne da noch aus meiner Kindheit, da waren irgendwelche, die mit, wie nennt sich das da, Badewannen umhergefahren sind. Also immer sehr, sehr lustig. Da kann man sich auch anmelden und halt seine Ideen freien Lauf lassen. Der Erste, der immer fährt, ist der Bürgermeister. Und lustig ist, wenn sie halt mit dem Boot noch leicht absaufen oder halt kentern. Das sind halt selbstgebastelte. Das gehört halt alles dazu. Wie gesagt, dieser Platz ist kostenfrei. Und wie gesagt, 8 Plätze sind dabei. Das finden wir super. Zur Innenstadt ist es auch ganz, ganz nah. Und ihr bekommt da auch alles hin. Wie gesagt, da in der Innenstadt habt ihr einen Bäcker. Ihr habt einen Kaufland zum Beispiel in der Ecke. Also, und rein theoretisch könnt ihr euer Wohnmobil hinstellen und könntet mit der Bahn in den Harz weiter reinfahren, nach Thale zum Beispiel, mit dem Hexentanzplatz etc. Das wäre dann auch möglich. Also, es lohnt sich schon hier in Oschersleben einfach mal ein bisschen zu verweilen. Jetzt fahren wir nach Halberstadt, denn da gibt es auch einen schönen Platz und den wollen wir euch jetzt vorstellen. Jetzt müssen wir natürlich was korrigieren, sonst kriegen wir richtig einen auf den Deckel. Wir waren eben also auf dem Vortor des Harzes, denn es gibt zu jedem Tor ein Vortor, das ist ganz wichtig. So haben wir uns das gedacht, genau. Ne? So war das auch im Mittelalter bestimmt. Ja, ja, irgendwo ja, mit Sicherheit. Vortor gab. Jetzt sind wir im Tor des Harzes in Halberstadt und wir haben einen Blick, den werdet ihr erst gleich bekommen. Der lohnt sich. Der lohnt sich auf jeden Fall. Was können wir zu Halberstadt sagen? Die Anfahrt zu diesem Stellplatz ist schon mal eine Reise wert, weil das sieht so super aus, weil du fährst immer schön an der an der Stadtmauer entlang. Mhm. Und dieser Platz hier in Halberstadt ist kostenfrei. Da gibt es gleich noch etwas dazu. Ich wollte gerade sagen. Willst du schon verraten? Nein, machst du gleich. Wir zeigen jetzt einmal kurz den Platz. Wie gesagt, Fähr- und Entsorgung gibt es nicht an diesem Platz. Das leider nicht. Aber wie gesagt, nicht nur, dass dieser Platz kostenlos ist, für bis zu 4 Stellplätzen. Es könnte sogar noch ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie man Platz man nimmt, könnten da auch ein paar Fahrzeuge. Also ich würde sagen, da passen schon 6 hin, aber ihr seht es gleich selber. Aber diese 4 hat eine Besonderheit und jetzt wird euch Stefan Kruz mal einen Schwenk über den Platz zeigen. Also, ihr habt gesehen, der Platz ist doch schon gut groß. Also, ich würde sagen, 6 bis 8 Wohnmobile passen da fast hin. Ja, wir haben jetzt gerade so einen Vergleich, weil lustigerweise steht dort ein Pössl. Das heißt, wir können den ein bisschen, stehen doch, also 6 Pössls, also Kastenwagen stehen auf jeden Fall. Wenn es natürlich solche dicken Brummer sind, gut, dann wobei, vielleicht ein bisschen das weniger. Könnte auch ein bisschen eng werden bei der Anfahrt. Das muss man dazu sagen. Mhm. Das kontrolliert sicherheitshalber. Ja, warum habe ich aber jetzt die Zahl 4 genannt? Das ist natürlich eine komische Sache, weil wenn wir jetzt 6 sagen, nein, die 4 hat eine bestimmte Bewandtnis und das wird euch Stefan jetzt verraten. Genau. Wie ich gerade erst ja, okay, denn das ist nämlich der Strom. Wir haben hier eine Stromsäule und zwar dort und die umfasst 4 Stromanschlüsse. Man muss dazu sagen, der ist kostenlos, der Strom. Also wirklich ein Highlight dieses Platzes. Natürlich freut sich mit Sicherheit die Stadt auch, wenn sie hier durch die Läden und so weiter natürlich dann Einnahmen hat. Das ist klar, ich denke, das ist jedem bewusst. Allerdings bis 700 Watt, das ist ein bisschen begrenzt. Also das heißt, man kann halt nicht unendlich erstmal ordentlich Power da durchjagen, aber 700 Watt, ich denke, damit sollte man schon gut auskommen, um zumindest die Batterien zu laden. Das sollte reichen. Genau. Finde ich gut, dass es kostenlos ist. Also deshalb, das ist richtig super hier. Also Stellplatz kostenfrei und auch der Strom ist kostenfrei. Es gibt auch keine Limitierung, was hier, wie lange man bleiben kann. Also das ist richtig. Und du bist im Herzen. Denn jetzt komm, Kamera, mal hierher. Wir stehen nicht umsonst hier an diesem Stadtplan. Das wird schwierig zu erkennen sein. Aber das ist hier die Innenstadt, die ich mal einmal hier umkreise. Und genau mittendrin. Da ist der Platz, also das ist richtig genial. Du hast hier wirklich alles ums Eck. Du hast Museen, jetzt muss ich wieder meine schlaue Karte nehmen, den Rathaus und Dom. Das ist genau das, was da ist. Das hat Stefan euch ja auch gerade in dem Umschwenk schon mal gezeigt. Und wir zeigen euch jetzt auch mal eine Postkarte.
genau. Bei meinen Eltern nämlich hing. Da habt ihr nochmal ein paar Bilder mehr. Also es ist richtig genial, was Halberstadt so bietet. Natürlich eine schöne Altstadt mit viel Fachwerk und so. Ne? Also richtig schön hier. Einen kleinen Tierpark gibt es hier noch, wenn man das sehen kann. Viele, viele interessante Kirchen. Also wenn ihr das euch angucken wollt, was man halt so in den 12., 13., 14. Jahrhundert gebaut hat, das ist ja doch schon imposant. Selbst wenn man nicht religiös ist, trotzdem diese Bauwerke sind schon Hammer. Und was muss man zu Halberstadt noch sagen? Ja, Halberstädter Würstchen. Vielleicht kennt ihr das. Das haben wir rausgefunden. Interessant. Halberstädter Würstchen war nämlich weltweit das erste Würstchen in der Dose. Jetzt könnte man das sexistisch sehen, wenn man das im Nachgang so sieht. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Und sagen euch auf jeden Fall, es ist hier richtig schön. Wir, das Einkaufsläden sind hier gleich ums Eck. Also es lohnt sich schon, nach Halberstadt zu kommen. Das soll es auch schon in diesem Video jetzt auch gewesen sein. Wir wollen euch das Vortor und das Tor zum Harz vorstellen. Also kommt doch mal gerne hier in die Region, kommt ins schöne Sachsen-Anhalt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann können wir euch sagen, lohnt es sich auch, wie gesagt, weitere Plätze anzufahren. Da empfehlen wir euch zum Beispiel Wernigerode. Das ist hier am Ende des Videos verlinkt. Ja, und dann gegebenenfalls noch den einen oder anderen Stellplatz. Da fahren wir nämlich jetzt hin. Wir gehen weiter auf Reise. Und aber, schauen uns die Plätze noch an. Genau, aber das werden andere Videos. Hier soll es jetzt Schluss sein. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Noch nicht aufnehmen. Ne? Achso, mache ich ja schon. Hör auf, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Heute mal andersrum. Genau. Was soll denn der Blödsinn heute mal andersrum? So ist doch Kacke. Wenn du dann nicht weißt, was du weiter sagst. Wie du es machst, dann kannst du das nochmal machen. Jetzt weiß ich, wie du es machst. Ja, ich sag das nochmal und dann, also cut erstmal. Ja. Hallo und herzlich willkommen auf